Jo, und was geht, euer Karasu Tengu wieder hier back am Start mit einem Dragon Ball Video. Und endlich, es ist geklärt, welche Karte es ist und wie diese Karte aussieht. Super Dragon Ball Heroes! Denn folgendermaßen ist ein Screen aufgetaucht von dieser Karte mit einer anderen Karte zusammen, die wir schon kennen, also Son Goku mit den Super Saiyan Blue, wie wir hier oben sehen. Und da können wir die neue Karte sehen, nämlich Anirasa. Und wir haben auch noch ein weiteres Indiz, wie es aussehen wird und wie er wahrscheinlich in Dragon Ball Super auftauchen wird. Und zwar habe ich oben hier mal ein Bild aus dem neuen Opening zu Super Dragon Ball Heroes. Und da können wir ganz genau sehen, wie er aussehen wird. Er ist so eine, ja, sieht aus wie ein Alien, aber er hat auch eine gewisse Ähnlichkeit mit Freezer, möchte ich meinen. Und darüber wird jetzt sehr viel in Twitter gemunkelt bei Kenshiro, Gogeta und wie die alle heißen. Da wird jetzt sehr viel diskutiert drüber, was es denn genau sein könnte. Es wird davon ausgegangen, dass es eine Fusion ist aus Boretta, Kaizukai, Pepperoni, Birara und Panizza oder eines der genannten Roboter, auf alle Fälle irgendwie eine Kombination aus allen möglichen. Wir wissen ja, dass Anirasa in Folge 121 auftauchen wird und jetzt vermuten natürlich viele, dass sie gewaltsam sich Freezer nehmen, was eigentlich zu Freezer nicht passen würde. Er würde sich ja rein theoretisch nicht so benutzen lassen. Das ist sehr komisch, dass es wahrscheinlich, wenn Freezer wirklich mitmacht da, also dann ist ja sowieso der Screen aus Folge 121, die Preview, etwas falsch oder es kommt denn dazu erst später nach dieser Aufnahme und C18 hat damit überhaupt gar nichts zu tun. Vielleicht ist auch C18 schon Folge 120 raus, wir wissen es noch nicht. Und wenn sie Freezer natürlich dann aufnehmen, wären sie natürlich extrem OP, aber wir wissen ja, dass in Folge 122 Vegeta seine Stunde kommt und dadurch muss er ja irgendwie besiegt werden. Aber da stellt sich denn die zweite Frage, ist denn Freezer weg? Wird er denn auch, also wird er denn auch rausfliegen und landet auf der Ersatzbank? Sehr viele Fragen, sehr viele Fragen. Könnt ihr ja mal unten in die Kommentare schreiben, wie ihr darüber denkt, was genau passieren wird. Ist es eine Kombination mit Freezer zusammen? Demnach sehr danach aus, dass Freezer irgendwie damit involviert ist. Aber warum würde Freezer sich das gefallen lassen? Warum wird er das machen? Einfach nur um Son Goku wegzumachen oder um Son Goku zu besiegen oder vielleicht ihm zu besiegen. Aber dann hätte er ja keinen, der gegen Driven. Oder, was ich mir gerade gut vorstellen könnte, wäre natürlich, dass Freezer diese Sache nutzt, weil er weiß, damit wäre er denn OP und könnte damit Driven alleine besiegen und die Dragon Balls holen mit Universum 3. Ich denke, Freezer ist jetzt völlig egal, welches Universum da gewinnt oder wie er an seinen Wunsch kommt. Hauptsache, er bekommt seinen Wunsch. Und ja, das ist auf alle Fälle sehr heikel. Aber worauf ich denn hinaus möchte, ist, Toei Animation hat auf den Jump Fest 2018, was möchte ich sagen, gestern war in Japan, haben sie einen neuen Dragon Ball Film angekündigt, der 20. Dragon Ball Film. Und ja, sehr lustiges Thema. Auf alle Fälle soll es um den Saiyajin-Ursprung gehen, also hauptsächlich soll die Saiyajin-Thematik behandelt werden. Und da liegt es dann natürlich sehr nahe, dass es sich um Yamoshi handelt, den ersten Super Saiyajin, der mit seinen 5 Freunden zusammen eine Revolte angezettelt hat, dadurch aber verloren hat und seine Macht halt so extrem war, dass er als Super Saiyajin Gott galt, dort bei diesen Menschen, weil er halt ein völlig neues Kampfsystem gezeigt hatte und. Ihr kennt ja wahrscheinlich die Geschichte und das Interview von Akira Toriyama. Wenn nicht, schaut unten in der Videobeschreibung, habe ich euch mal verlinkt, könnt ihr euch nochmal durchlesen, weil viele halt da draußen sagen, es ist der erste Super Saiyajin Gott, was nicht so stimmt. Es ist der erste Super Saiyajin,
der sich als erstes mal in Super Saiyan verwandelt hat, aber er ist nicht der Super Saiyan Gott, den wir später in Super sehen, den Son Goku aktiviert. Also das sind zwei verschiedene Sachen, aber sie gehören halt da zusammen, weil Yamoshis Seele damals zerstört, also nicht zerstört wurde, aber sein Körper wurde zerstört. Die Seele wanderte rum und suchte 6 neue Saiyajins, wo er halt seine Kraft geben konnte. Und das war natürlich dann mit dem Ritual und Son Goku erweckte denn den Super Saiyajin Gott. Darum denken jetzt viele, der erste Super Saiyajin Gott, was aber falsch ist. So, könnt ihr aber auf alle Fälle nachlesen in der Videobeschreibung. Aber sehr wichtig, neuer Film. Ich freue mich mega drüber, über den Ursprung der Saiyajin. Ich bin gespannt, wie sie das machen wollen. Richtig coole Sache. Das war's aber erstmal für diesen kurzen Break News. Ja, viel ist noch nicht bekannt. Wir wissen jetzt Anirasa, wer es ist, ob es mit Freezer zusammen oder nicht. Neuer Film wird kommen 2018. Bin ich sehr gespannt. Das war's für dieses Video. Ich bin raus und ciao.